Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar, ihr seht es schon, Uncharted 4. Ich habe es mir vor ein paar Tagen geholt, habe es jetzt gerade installiert und ich hoffe mal, wir können es jetzt auch gleich starten, weil ja im Hintergrund auch gerade Updates laufen. So, probieren wir es einfach mal. Ja, okay, Anwendung ohne Aktualisierung starten. Machen wir mal und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Habe schon gedacht, die PlayStation hat sich aufgehangen. Sony Computer Entertainment Presents. Naughty Dog. So, Sprache wählen, Deutsch natürlich. Da, um fortzufahren, das passt. Hier sind allgemeine Funktionen, ich will anpassen. Machen wir mal fortfahren, das glaube ich passt nämlich alles schon gut. So, Story natürlich. Ja, schauen wir erstmal in die Option. Spiel, Herausforderung. Das gerade machen wir Mittel. Genau. Spieltipps ein, Untertitel machen wir auch mal ein, dass ihr auch mitlesen könnt, falls der Ton nicht so gut sein sollte. Muss ich schauen. Sagt's mir einfach dann, falls der Ton nicht passt, dann kann ich das noch ein bisschen nachjustieren. Aber dann tun wir auf jeden Fall mal die Untertitel ein. Genau. Wenn mir irgendwas nicht passen sollte im Spiel, sei es Steuerung oder so, dann können wir das hier immer noch umstellen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Story und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Na, das machen wir mal ein. Viel Spaß. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Fängt schon gut an, wir werden schon gleich verfolgt. Beschleunigen, R2. Halte Kurs auf die Insel. Alles klar. Ich halte sie auf. Okay, Kamera drehen, R3 rücksetzen. Okay, da kann man sie wieder zentrieren. Ihre Boote sind kleiner. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir den haben können. Alles klar. Ah, rübergesprungen.
Okay, haben wir auch erwischt. Kein Spielebrot. Wahrscheinlich werde ich gleich das erste Mal sterben. In der Anfangssequenz. Gehst du weg, du alter Lümmel, du. Oh! Okay, das können wir nicht so rammen. Okay, Bildschirm wird schon rot. What? Scheiße! Okay. X gedrückt halten. Ich hoffe mal, es ist eine geskriptete Sequenz. Oh, fein. Boah. Okay, tauchen wir mal wieder auf. Ich komme. Okay. Bin okay. Shit. Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. L2. Alles klar. Hey, was hält denn die aus? Okay, nachladen ist Dreieck. Mach hin, Mensch! Klar. Ja, ich hab's! Funktioniert's? Jawohl, komm schon! Bring uns hier raus! Fahr direkt zur Insel! Mach ich doch schon, Mensch! Nein! Oh! Durchkommen hier. Rechts von dir. Nein. Nathan. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Da muss ich ein bisschen wehren, oder? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Der nächste noch klein. Sam. Die Verlockung des Abenteuers. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, schauen wir, was wir machen müssen. Okay, X ist schon mal springen. Okay, bis jetzt glaube ich, können wir nur springen.
hier rüber und dann da hoch. Oh, okay. Ja, dann reißt ihr da zusammen, Mensch. In der Seite hier hoch. Komm auch nicht hoch. Okay. Nur da vielleicht hoch. Alles klar. Falscher Weg. Ja, so hier wieder runter. Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, den Ort zu geben. Muss mal in die Option schauen, ob man das irgendwie die Stimmen lauter stellen kann, weil es kommt mir ein bisschen leise vor. Lautstärke. Das haben wir aber alles schon auf voll. Ausgabe. Okay. Brauchen wir nichts einstellen. Okay. Kommt mir ein bisschen leise vor. Rede morgen mit ihm. Okay. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Oh, du musst jetzt wieder herkommen, oder? Okay, die geht da rein. So, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Okay. Ich muss zu dem Fenster. Okay. Na los. Bewegung, Schwester. Mal, zünden Sie sich eine Kippe an da oder was? Mach die Kippe aus, Mensch. Hoch damit, ihr kommt. Sam, warte. Ich warte. Wo bist du? Probier's einfach mal darüber zu springen. Okay. Hier hoch. Fast geschafft. Für sein Alter kann er aber schon ganz schön gut klettern, würde ich sagen. Uh.
Hoch hier. Alles klar. Sam? Taschenlampe. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also... Was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den folgen können. Guter Sprung. Hey, ich komme da wieder nicht hoch. Komm, hier, gib mir die Hand. Joe hier, Digga. Die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Die erinnere ich mich. Hier geht es Pater Duffy. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Mein Gott, alle Knochen brechen hier normalerweise. Die Grafik schaut schon richtig nice aus, muss ich sagen. Ich bin echt immer wieder beeindruckt, was die eigentlich aus der PS4 noch rausholen. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Na, geht hoch. Na? Was ist denn jetzt los? Macht nix. Mich hier rüber, oder was? Mann. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, mal nein. Aktuell, ja, nein. Das ist eher so ein Tutorial jetzt. Okay, wenn man das mit den ganzen Mechaniken ein bisschen so kennenlernt. Okay, ohne Mumm, kein Ohm. Denk nicht darüber nach, du schaffst das. Im Anlauf. Hab dich! Oh, es war ein bisschen knapp, würde ich sagen. Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Wie ist Assassin's Creed hier? Direkt hinter dir. Ah,
Okay, alles klar. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay. Ab durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Klar. Ja. Okay, weiter. Jetzt komm her. Mal. Warte mal, lieber, bis sie weg ist, weil ich weiß nicht, ob man dann gleichzeitig hinspringen kann. Hey, den Turm hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Ach so. Okay, dann gehen wir darüber. Wenn die Dinger gleich kaputt gehen, oder? Hoch, komm. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Mei, mach dir denn. Wunder hier. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Oh Gott, ich werde sterben. Okay, probieren wir es einfach mal. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Oh. Komm! Komm! Geschafft. Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Jo. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Mich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber
Ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso... Ist nur geliehen. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos a ver más bien. Acabemos con esto. Vamos. So Leute, wie es dann aber hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Sind da doch schon wieder fast 27 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten schreibt einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer...